Deswegen habe ich die so laut, weil ich sonst, wenn ich alleine spiele, dann habe ich schon die Musik an, weil ich mir auch die ganzen Musikpakete als DLC geholt habe, beziehungsweise noch ein paar hole, weil die wirklich sehr gut ist. Ich mache jetzt mal. Ja, genau. 887 mit der Erweiterung. Mit dieser Erweiterung, Old Gods, fängt man an. Und es ist so, dass. Ich will zum Beispiel hier. Ich will mal eine bessere Kartenansicht machen. Hier sieht man so die Länder, die man hat. Und es ist so, dass man. Das sind hier drei Grafschaften. Das ist praktisch eine Grafstadt. Und man kann jetzt anfangen. Als Graf oder hier als Bürgermeister, Häuptling von Heidmark. Das ist der hier, der herrscht über die Heidmark nur. Das ist dann Oppland, ne? Und ich kann aber auch als König hier, Kleinkönig ist es in dem Fall wahrscheinlich, genau. Harald der Blonde. Das ist der König von Ostlandet, also von dem ganzen Gebiet hier, von diesen drei Grafschaften. Kann ich anfangen. Und wenn diese Person stirbt, also altert auch in dem Spiel, und wenn die Person stirbt, wird entweder ich muss mal echt einen Spielstand laden. Oder ich mache einfach mal ein neues auf. Ich mache mal mit dem hier, mit dem habe ich letztes Mal auch angefangen. Starte einfach mal ein neues. Kann ich mehr Menüs zeigen, das ist ein bisschen besser, als wenn ich jetzt hier aus dem Startbildschirm das mache. So. Spiel ist pausiert, wunderbar. Ich bin jetzt Herrscher über diese drei Grafschaften. Auch hier Kleinkönigreich von Ostlandet gezeigt. Ja, ein bisschen wie bei Total War. Nur dass es halt diese. Das Kampfsystem von Total War kann man sich eigentlich wegdenken bei dem Spiel. Es geht hauptsächlich, man ist eigentlich nur auf der Karte hier unterwegs. Die Kämpfe finden eher wie im Automodus von Total War statt. Aber dafür hat man auf der Karte hier viel, viel, viel Möglichkeiten als bei Total War. So, das ist hier oben links mein Herrscher, bin ich. Und es ist halt so, dass ich dann auch Gattin habe und dann auch die Möglichkeit habe, natürlich Kinder zu kriegen und die werden dann natürlich mein Reich und meine Titel vererben. Kann man auch ein bisschen was dran ändern. Ich kann auch, normalerweise ist es so, dass der älteste Sohn meine Sachen erbt und wenn ich sterbe, spiele ich dann automatisch als mein ältester Sohn weiter. Und die Brüder von mir werden dann von der KI übernommen. So, das ist erstmal das Grundprinzip. Also, dass man immer irgendwie guckt, dass man irgendwelche Nachfolger hat, die man dann einsetzt. Weil, wenn seine Familie ausstirbt, dann ist das Spiel praktisch vorbei. Wenn man keinen Nachfolger hat. Das ist mein Onkel. Und man versucht natürlich dann irgendwie, sich ein Königreich aufzubauen. Wenn ich zum Beispiel, ich mache jetzt mal. Kann ich das denn mal sehen? Kleinkönigreich von Ostlandet. Grafschaft von Westphal, Grafschaft von Ankaros. Wenn ich zum Beispiel, das ist ja Norwegen, wenn ich zum Beispiel mehr als die Hälfte von Norwegen hier eingenommen habe, ne, Trøndelag, Telemark, die ganzen Dinger, wenn ich die alle in meinen Besitz bringe, kann ich den Titel erzeugen, Königreich von Norwegen. Und dann bin ich automatisch König von Norwegen, auch wenn ich noch nicht alles eingenommen habe. Dann kann ich aber hier zum Beispiel. Wenn ich das noch nicht eingenommen habe, oder sagen wir mal, das habe ich noch nicht angehört, gehört aber zum Königreich von Norwegen. Ist dann halt etwas kleiner als das eigentliche, was dem Titel zugehört. Und dann kann ich hier dem einen Krieg erklären, mit dem Grund, ich möchte das Königreich von Norwegen natürlich vollständig haben. Es ist aber nicht darauf beschränkt, dass ich hier. Ich kann natürlich mit Königreich von Norwegen auch hier irgendwo hinlegen, so ist es egal, aber es ging erstmal um den Grundtitel, dass ich den erstmal habe. Und dann kann ich das beliebig ausdehnen, wie ich möchte.
Eine weitere Möglichkeit, an Länder zu kommen, ist außer an Kriege. Man braucht immer einen Kriegsgrund, irgendwie einen Titelanspruch oder irgendwie der Bruder oder die Schwester ist mit dem verheiratet und man kann dann nämlich auch den Herrscher, sagen wir zum Beispiel hier von Wärmerland, wenn der jetzt zum Beispiel eine Tochter von mir heiratet oder so, kann ich eine Heirat engagieren und der stirbt. Dann kriegt natürlich meine Tochter den Titel und dann kann ich da auch einen Titel drauf aber beanspruchen, dass das Land an mir gehört. Also man kann viel mit Intrigen machen, mit verheiraten oder hier zum Beispiel kann ich einen Anschlag auswählen und dann muss ich möglichst hoch natürlich hier in der Verschwörungsstärke kommen und dann kann ich noch Verbündete auswählen für einen Anschlag. Die müssen natürlich positiv von mir denken, nicht so wie hier jetzt, wo ich jetzt keinen habe, der irgendwie gewillt ist. Und hier wird auch noch die prozentuale Anzeige, Verschwörungsstärke angezeigt, die wird dann dem hier hinzugefügt, wenn der sich mir anschließt, diesem Anschlag. Im Moment kann ich das gerade nicht zeigen, weil die alle irgendwie einfach moralische Skrupel haben. Minus ist einmal dann hier die Meinung über mich, zwei Minus und Meinung über ihn ist 2 Minus, aber über mich ist auch wieder ein Minus und Grundzurückhalte auch nochmal. Also habe ich hier 4 Minus gegen mich insgesamt und ich könnte durch bestechen, ich könnte jetzt sagen, zum Beispiel, ich schicke dir ein Geschenk von 20 Gold. Das sind aber nur 2 Plus, die ich dadurch kriege, also bin immer noch bei 2 Minus, also könnte ich die nicht auf meine Seite ziehen im Moment, da müsste ich noch irgendwelche anderen Sachen machen. Allein für diese Verschwörung. Das Coole ist halt auch, wenn man genug Länder eingenommen hat, zum Beispiel in dem Fall hier, wenn ich jetzt Norwegen gegründet habe, hier ein Reich von Norwegen habe und dann vielleicht noch Schweden unterwerfe, kann ich natürlich dann auch Großteil von Schweden habe, das Königreich von Schweden gründen und dann bin ich der König von Norwegen und von Schweden. Wenn ich dann noch genug Länder kriege, die dazugehören, wie zum Beispiel hier Finnland, ne, das hier ist Finnland, kann ich das Großkönigreich von Skandinavien wählen, beziehungsweise das Kaiserreich, und dann bin ich Kaiser. Und die Könige sind, die in dem skandinavischen Raum sind, sind dann unter mir. Ich habe jetzt auch einen Spielstand, kann ich mal laden. So, kurz aus der PD gehen. Da ist das genau das der Fall. Kann ich das einmal zeigen? Bauen und Forschen zeige ich gleich mal. Wie gesagt, ich lade. Ich weiß nicht, ob das der letzte ist. Das wird der letzte sein. Skandinavien. Bin ich schon ein bisschen weiter? Ja. Wie man sieht. Das ist mein Reich Skandinavien und ich kann das auch noch auf das Dynastie. Meinung? Dynastien. Hier, Dynastien. Nerking, so heißt meine Familie. Das ist meine Dynastie. Und dieses ganze Gebiet, was hier hellblau ist und wo Nerking dran steht, das gehört jetzt mir. Und ich bin der Kaiser von diesem Reich hier. Irland gehört dazu. Ganz Norwegen, Schweden. Und hier kann man das auch sehen. Das ist mein Charakter. Das ist der Sohn mittlerweile von dem Startcharakter, noch der Sohn, was weiß ich. Der das immer weiter vererbt. Dann ist das, hatte ich hier noch mehrere Könige eingesetzt, noch vom Vater. Das ist der König von Irland gewesen. Der mochte meinen Charakter, also meinen Sohn, dann nicht mehr. Dann gab es Stress. Der hat dann gesagt, Irland, ich rebelliere. Und hat dann alles, was er eingenommen hatte, also Irland und die Gebiete gehörten auch dazu, hat er einen Krieg gegen mich geführt. Und dann habe ich zwar auch den Krieg erwartet, aber dann habe ich einen Anschlag auf ihn ausgeführt und ich hatte so viele Leute gehabt, da war die Anschlagsstärke irgendwie über 300% und habe ihn umgebracht. Dadurch, dass er noch keine Kinder hatte, weil er erst 10 Jahre alt war, habe ich alles geerbt und habe das ganze Irland wieder zurückgekriegt. So, ja, und der Blutstropfen ist halt, das ist ein direkt
nahe Angehöriger meiner Dynastie. Also alle, die direkt von dem ersten Herrscher Nachfahren sind, direkte Nachfahren. Genauso wie hier sieht man ja an den Geschwistern, die haben auch alle den Blutstropfen. Und das hier sind keine direkten. Das ist hier die Frau, das ist die Witwe von dem alten König hier, alten Kaiser. Mein Vater, der starb im Alter von 39 und das ist die Mutter hier, die ist 50, die sieht auch schon ein bisschen runzelig aus. Ja, und bauen kann ich zeigen. Das ist hier die Grafschaft, die ich ausgewählt habe. Und das sind mehrere Städte. Einmal die Hauptstadt hier. Das ist auch die Hauptstadt von meinem Reich. Und hier unten sind noch andere. Das ist auch eine Stadt. Das ist noch ein Tempel oder eine Kirche, je nachdem, ne? Und eine Baronie, das ist eine Burg. Und wenn ich die anklicke, kann ich hier, wenn es mir gehört, direkt auch Sachen ausbauen. Ich habe jetzt hier schon alles ausgebaut, was ich kann. Ich müsste erstmal weiter forschen. Hier Burginfrastrukturstufe mindestens 1. Oder verbesserte Bergfriede, Stufe mindestens 3 sind Voraussetzungen, die müsste ich erst erforschen. Damit ich hier weiter ausbauen kann. Ich gucke jetzt gerade mal, habe ich noch irgendwo. Hier, da wird gerade ein Bergfried gebaut. Sieht man, wehrpflichtige Organisationsgröße wird erhöht, wenn ich die Bergfriede ausgebaut habe. Ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube hier in. Genau. Hier in Schleswig könnte ich jetzt noch die Kasernenstelle und so weiter upgraden. Das kostet so und so viel Gold. Dauert so und so viele Tage. Das kann man auch nicht beschleunigen durch Schnellkauf oder so. Ja, zu dem am besten, was noch wichtig ist, ist eine Domänegröße. Domänegröße ist am Anfang, glaube ich, bei 4 oder 5. Das kommt auch immer aufs Volk drauf an. Und zwar ist das, wie viele von diesen Besitztümern ich hier direkt habe. Ne? Immer, überall, wo ich drin direkt hier stehe. Wenn ich ein Land anklicke, dann zählt das hier mit oben hoch. Und dann kann ich maximal im Moment 7 Stück haben. Habe ich auch voll. Und wenn es mehr mit werden als 7, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 habe oder so, dann werden meine Untertanen bzw. meine Herzöge und Baronen, die werden dann ein bisschen sauer, weil ich zu viel Besitz habe. Ich kann nämlich Vasallen einsetzen und diese Vasallen gebe ich dann hier diese Grafschaften. Die sollten natürlich nicht so mächtig sein. Wenn ich jetzt hier irgendeinen Vasallen zu viel gebe, dann, naja, dann wird er mir irgendwann zu stark und könnte mir Konkurrenz machen und mich vom Thron schubsen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Deswegen gucke ich im Moment, dass ich eher den nur wirklich einzelne Grafschaften gebe, möglichst. Da werden sie auch manchmal sauer und verlangen nach mehr und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber diese Domänengröße kann man auch durch Forschen oder durch Gesetze auch vergrößern. Zum Forschen, das ist hier der Technologiebaum. Hier sieht man, wie viele Technologiepunkte, also man Punkte für diesen Forschungsbaum hier gekriegt hat. Und das ist der monatliche Zuwachs oder allgemein, ich glaube nicht monatlich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der Zuwachs auf jeden Fall. Und hier sieht man ganz normal, ne, diese Punktverteilung. Und immer wenn ich genug Geld habe oder genug Punkte hier oben habe, kann ich die natürlich ausgeben und auf die Sachen verteilen. Wie zum Beispiel hier Legalismus. Das ist das beste Beispiel, weil dadurch kann ich meine Domänengröße hier noch erhöhen, wenn ich das weiter ausbaue. Das habe ich natürlich nicht erforscht hier. Plus 1 Herrschaftsgebiet für Kaiser und plus 1 für Könige. Also könnte ich das immer hier noch vergrößern, dass ich mehr Gebiete direkt kontrolliere. Dann hier auch Stadtwache, dass ich bessere Sachen bauen kann. Ja. Führungsabzug kann ich jetzt noch erklären, weil es hier gerade steht. Das ist, wenn für die Zeit, also
891 ich da schon ziemlich weit bin in der Technologie, dann wird das weiter ausbauen noch verteuert. Das ist dieser Führungsabzug. Um 2,6% wird es teurer, weil ich da schon am weitesten bin in der Technologie in dieser meiner Zeit. Also hier, Führungsabzug 0,0%. Und die Kämpfe, wo habe ich denn mal eine Armee? Hier habe ich eine Söldnerarmee von mir. Ah, hier kämpfen zwei, hier kann man sich das mal angucken. Das ist. Nee, kann man hier nicht direkt angucken, weil da keiner von meinen beteiligt ist. Okay. Also es ist wie dieser Autokampfmodus. Man sieht halt relativ wenig. Also es ist nicht irgendwie jetzt mit 3D wie bei Total War, dass da man eine Armee direkt kontrolliert, sondern das sind diese Autokämpfe aus Total War. Da sieht man einfach nur die Verluste und wie der Balken runtergeht. Ja, was ist noch interessant? Ja, Fraktionen. Oh, habe ich viele. Das sind in meinem Reich ohne Fraktionen, die sich gebildet haben. Man kann auch sagen, ja, nicht Parteien, aber ja, Fraktionen passt schon. Irgendwelche Leute, die unzufrieden sind und irgendwann dann anfangen, irgendwelche Fraktionen zu gründen. Wie zum Beispiel der hier. Der hasst mich aber richtig. Minus 100. Wie alle in diesen Fraktionen, die mich, oder die meisten hier in der Fraktion, die mich hassen. Mal jetzt hier mal mit dem anhand der Unabhängigkeit. Ja, bla 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 von irgendwas. Kurz gerade mal, wo das ist. Hier, der ist ja über die zwei Grafschaften hier. Und der möchte, was möchte der eigentlich? Nochmal gucken. Unabhängig werden. Der möchte, dass er es nicht mehr zu Skandinavien gehört, sondern dass das sein eigenes Reich ist. Hier wird angezeigt, wie stark seine Truppen schon sind. Ne, 12%. Und wie viele Mitverschwörer oder Mitglieder der seiner Fraktion er noch hat, die ihn unterstützen für die Unabhängigkeit. Oder hier, der möchte eine Kronherrschaft in Norwegen haben. Der möchte, dass mein. Das ist ein Vasall von mir, der mich auch hasst. Der möchte, dass mein Halbbruder König über Kaiser über Skandinavien wird. Und so weiter. Ich kann die jetzt entweder direkt bekämpfen. Was natürlich die Meinung aller meiner Untergebenen oder einkerkern lassen oder was weiß ich. Ich kann hier zum Beispiel. Ich entziehe dem alle Titel. Und alles, was dem. Was ich dem gegeben habe oder so, das gehört an mir. Und hier sieht man schon, ich verliere 50 Prestige. Meinung um mich wird sich um 80 verschlechtern in meinem Reich. Und also von ihm und die meiner Vasallen, also von allen, meinen Untergebenen im Reich um minus 20. Und das Risiko für eine Revolte beträgt 5%. Also es kann doch sein, dass er sagt, nein. Das mache ich nicht. Ich gebe dir nicht den Titel und erkläre dir den Krieg. Und dann fängt er an zu rebellieren und dann ist das Reich eigenständig, bis ich den besiegt habe oder er mich besiegt hat. Das kann auch passieren. Ich kann ihn auch einkerkern. Oder ich kann ihm seinen Wunsch gewähren. Und es ist total witzig, was man da machen kann. Ich hatte zum Beispiel ein paar Kumpels gespielt und der hat gemeint, irgendwelche Intrigen gegen mich zu machen. Das ist irgendwie rausgekommen. Das war hier irgendwie. Und dann habe ich meine ganze Armee rübergeschickt. Und in dem Moment habe ich aber irgendeine mächtigere Herrscherin, die über ganz Italien herrschte, geheiratet und dann hat die auch noch ihre Truppen geschickt. Und es war so gut wie gewonnen. Ich hätte tausende von Kriegern in allen seinen Provinzen hier drin gehabt und war gerade dabei, das einzunehmen. Und haben seine Spione mich umgebracht. Ich bin gestorben, mein 10-jähriger Sohn hat alles geerbt. Und 2 Monate später, kurz bevor ich dann alles eingenommen hatte, hat er auch noch meinen Sohn umgebracht und ich war aus dem Spiel.
Und ich war mir des Sieges so sicher. Da kann wirklich kranke Sachen können da passieren. Ja, hier sind dann die ganzen Titel, die ich innehabe. Grafschaften, Herzogtümer, Königreiche. Ah ja, und dann gibt's halt noch, jeder Charakter kriegt auch irgendwelche Fähigkeiten, die ihm irgendwelche Stat-Boni geben, aber auch negative. Wie zum Beispiel ehrgeizig, Kriegskunst, Diplomatie plus 2. Und die kann ich auch an meine Kinder vererben. Hier ist zum Beispiel meine Tochter. Okay, die ist nicht zu jung. Ich könnte sie aber später ausbilden. Und dann kann ich entweder einen von meinem Hof nehmen, wo ich gucke, ah, der hat gute Eigenschaften, die möchte ich meiner Tochter weiter vererben. Das ist jetzt nicht 100% welche oder dass ja alles weiter vererbt wird, aber wenn ich zum Beispiel eine gute Eigenschaft sehe hier, dann gebe ich den in Ausbildung bei der, damit der das hoffentlich lernt. Was zum Beispiel sehr gut ist, ist zum Beispiel hier schnell. Dieser Charakter ist intelligenter als die meisten anderen. Das ist plus 3 auf alles. Also alle wichtigsten Sachen. Das versuche ich immer irgendwie meinen Kindern oder so beizubringen, dass sie das kriegen. Ja, und da gibt es wirklich unzählige hier. Stolz, gesellig. Und dann gibt es zum Beispiel ehrgeizig. Ich gucke jetzt gerade mal, wo ich das finde. Hinterlistig. Krank. Ja. Ehrgeizig. Ja, bescheiden ist das Gegenteil. Aber ehrgeizige Charaktere würde ich eher ungern irgendwie eine Grafschaft oder so geben, weil die meistens irgendwie anfangen zu rebellieren und immer mehr Länder wollen von dir. Und deswegen. Ehrgeizige Charaktere sehe ich gar nicht gern. Bei meinen Herrschern ja, aber nicht irgendwie oh, fleißig. Karrierekaufmann. Finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Verwaltung plus 6, gerade bei größeren Reichen. Weil das dann mehr Steuern gibt. Unter anderem. Weiteres cooles Feature ist, als Wikinger kann man plündern gehen. Und ich glaube, das mache ich jetzt mal mit einem neuen Spielstand. Also. Und dann zeige ich mal, wie das Plündern funktioniert. Also es gibt einige DLCs oder Expansions, je nachdem, wie man es nennen will. Die größeren DLCs würde ich eher als Add-on bezeichnen. Wo es richtig coole Features gibt, wie zum Beispiel die Old Gods, was ich hier gekauft habe. Erstmal fängt das viel früher an. Da sind die Einzelreiche nicht unbedingt so groß oder anders verteilt. Und es gibt halt die Vikings, die man hier spielen kann, ne? Die ganzen Nordstämme hier. Und mit denen kannst du plündern gehen. Was im Moment wirklich ein bisschen sehr, sehr stark ist, wie ich finde. So, ich nehme mal wieder den Typen hier. Genau, das ist jetzt ein komplett neues Spiel. Ich schalte mal wieder auf die Reiche Ansicht. So. Herrscher ist unverheiratet. Ganz schlimm. Geht gar nicht. Weil. Oh, ich habe schon einen Sohn, aber. Ich bin unverheiratet, aber habe einen Sohn. Hatte ich mal eine Frau? Wie geht das denn? Ah, interessant. Und dann kann ich hier noch eine Ambition auswählen. So, was strebe ich an? Reichtum anhäufen, heiraten. Hier, wenn ich zum Beispiel sage, ich heirate, möchte heiraten. Ups. Und schafft das dann, kriegt eine Frau, dann erlange ich 10 Pietät und der König von mir kriegt plus 15. Also ist bessere Meinung von mir. Und hier gibt es halt verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel König von Norwegen. Und wenn ich das zum Beispiel habe, habe ich unbegrenzt Verwendung des Kriegsgrundes und Unterwerfung. Das heißt, man muss immer einen guten Grund haben, um einen Nachbarn anzugreifen. Man kann jetzt nicht einfach sagen,
ja, ich greife den halt an oder so, sondern entweder weil man Anspruch drauf hat, titelmäßig, oder weil man Verbündeten helfen will oder so. Da muss immer ein Grund ausgewählt werden, wenn ich den angreife. Ich kann das mal zeigen, hier Krieg erklären. Und hier zum Beispiel der Grund Unterwerfung von Norwegen, weil ich Norwegen gründen möchte. Das ist ein triftiger Grund. So, ich wollte aber eigentlich was anderes machen, und zwar wollte ich das Plündern zeigen. Deswegen habe ich eigentlich Scheiße gebaut, weil ich jetzt gerade nur Graf von Oppland bin. Ich muss nochmal als König, Kleinkönig starten, von Ob Osten landen. Man kann nämlich noch irgendwie als viel niedrigerer einen Rang starten. Und das habe ich gerade irgendwie wahrscheinlich aus Versehen angeklickt. Und ich möchte nicht nur der Graf von Oppland sein, sondern ich möchte König sein. So. Nochmal. Weil ich dann hier nicht das Reich habe und dann kann ich keine Schiffe ausheben und die brauche ich ja zum Plündern. Weil ich gehe natürlich nicht die Länder plündern, weil die Länder, die ich plündere, die haben natürlich eine ganz beschissene Meinung von mir. Und wenn ich die irgendwann mal in mein Reich eingliedern will, dann ist das doof, wenn die dann alle so eine scheiß Meinung von mir haben. So, jetzt ziehe ich erstmal die Truppen hier rüber. Heb noch mal ein paar Schiffe aus. Das kann ich auch über das Militärmenü machen. Sagen, alle Wehrpflichtigen ausheben, Vasallen ausheben, dann die Flotten. 12 Schiffe, ja. Hier ist das so. Die sind aus meiner Domäne, also aus meinem direkten persönlichen Besitz. Ne? Hier oben wird das auch nochmal angezeigt. Und das sind von Vasallen, also auch aus meinem Land, aber von meinen Vasallen die Grafschaften. Wenn ich da ewig Truppen von denen ausgehoben habe, dann werden die auch irgendwann so ein bisschen krummelig. Aber ich mach das jetzt mal, weil ich möchte jetzt plündern. So, ich starte das Spiel mal. Machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Oh, die Truppen habe ich gar nicht rüber geschickt. Geschwindigkeit noch höher, so, komm. Jetzt gehen die Monate hier durch. Jetzt füge ich die mal. Ich will nicht umstrukturieren, zu einer Einheit. So. Jetzt ist das alles eine Armee. Und bei 1000 Kriegern. Hier gibt es mehrere Flanken. Ich tue die alle in eine Flanke. Bei 1000 Einheiten. Das ist so die, das, was noch man machen kann, taktisch ein bisschen tiefer. Wenn es auf andere Armeen trifft, dann kannst du hier noch eine Flankenarmee machen, aber der Kampf läuft da völlig automatisch ab. So, jetzt ist noch wichtig: Plündern, aktivieren. So, jetzt sind das Plünderer von mir. Die stecke ich jetzt. Schiffe fasse ich auch nochmal zusammen zu einer Schiffsarmee. Armee einschiffen, jetzt ist die an Bord. Und jetzt suche ich mir irgendwas, was ich plündere hier. Kann ich hier. Ich kann auch als Wikinger. Es können nur die Wikinger. Oder alle, ne? Staaten von hier oben, die halt den Wikingern angehören. Können sogar Schiffe befahren. Alle anderen Völker können das nicht. Die Flüsse. Schiffe befahren. Ich hab's heute. So, auf jeden Fall. Und hier sehe ich. Plünderung. Plünderung geschützt durch Festungsstufe 12, maximale Beute 24, mögliche Beute 12. Das heißt, dieser Balken hier zeigt an erstmal, dass da Gold drin ist. Diesen Teil hier, von rechts bis zu dieser Mauer hier, den kann ich plündern, einfach ohne die Burg belagern zu müssen, ohne die Burg niederreißen zu müssen. Bis dahin, dieser Bereich ist geschützt durch die Burg. Ich müsste halt die Burg niederwalzen, um auch an das Gold zu kommen. Und da sucht man sich natürlich, je nach Festungsstärke ist diese Mauer, dieser geschützte Bereich hier, natürlich größer. Je stärker die Festung, umso mehr Gold wird geschützt vor Plünderung. Da suche ich mir natürlich, ah, hier sieht man zum Beispiel, da wurde wahrscheinlich geplündert, sogar richtig viel. Da ist sogar innerhalb der Burg noch was leer.
Oder die haben nicht so viel Gold. Aber man sieht, dass der Balken auch hier, die Festung ist nicht so stark. Dieser Mauerbalken ein bisschen weiter links steht. Und jetzt suche ich natürlich, wo möglichst viel Gold drin steckt und möglichst die Mauer weit links steht. Mögliche Beute. Hier ist zum Beispiel immer gut was zu haben. Und da ist es wieder gut geschützt. Ich glaube, ich werde mal hier so ein bisschen auf Plünderung gehen. Fahre ich darüber. Die Spielgeschwindigkeit so hoch eingestellt. Und ich glaube, ich habe gesagt hier. Dann wähle ich meine Armee aus, schicke die dahin. Und jetzt fangen die da an und plündern alles. Sieht man auch an den Rauchwolken. Und jetzt kommen Armeen. Ich könnte natürlich einfach warten, bis sie kommen und versuchen, gegen die zu kämpfen. Aber wenn ich sehe, dass er seine Armee zusammenzieht, gehe ich lieber an Bord meines Schiffes wieder. Da können die mir nicht hinterher, das ist das Geile dran. Ich glaube, ich gehe noch woanders plündern. Der hat da sofort seine Riesenarmee. Ich glaube, ich fahre mal hier runter. Hier unten ist meistens irgendwelche Kriegsgeschichten. Ist natürlich geil, wenn die Leute gerade Krieg haben oder sich gegenseitig bekämpfen. Dann haben sie keine Truppen mehr im eigenen Land und dann kann man aber schön plündern und sich Gold holen. Und das Gold, das sieht man auch an dem Schiff. Ich klicke das mal an hier. Transportkapazität, 1900 Einheiten können drauf. Ich habe gerade 1010 drauf. Und hier ist genauso eine Füllanzeige für das Gold, wie viel Gold da drauf kann. Und im Moment habe ich hier 5,696 Gold an Bord von 190. So viel habe ich geplündert, nur durch die kurze Zeit, die die Truppen da waren, habe ich schon ein bisschen Gold gekriegt an Bord des Schiffes. Das passiert automatisch, wenn ich die Truppen wieder an Bord schicke. So, ich guck mal hier auf die Insel. Es sind nur zwei Grafschaften, die werden da hoffentlich nicht so viele Truppen haben. Boah, 21 Gold. So, das ist der Ladungsbildschirm. Hier sieht man meine Truppen, leichte Infanterie, Bogenschützen, schwere Infanterie, Kavallerie. Und hier. Die Verteidigung, das kommt von den Strukturen, Burgmauern und so weiter. Ich kann jetzt hier warten, bis die aushungern und runtergehen. Das einmal muss man halt die Verteidigung der Hauptstadt runter, dann von der Stadt und der Stadt. Und dann könnte man, wenn man die alle runter hat, könnte man das auch einnehmen. Ich kann es halt nicht im Moment, weil ich keinen Kriegsgrund habe, sondern nur auf Plündern hier bin. Dann würde ich höchstens das Gold nehmen und dann wieder abduften, aber dann würde ich die Stadt nicht einnehmen, automatisch. So, und jetzt ist gerade freigeschaltet worden, Angriff auf Besitztum. Wir können den Angriff auf Besitztum befehlen, aber dabei können wir schwere Verluste erleiden. Das heißt auch, dass da viel schneller ist, wie ein Ansturm eigentlich. Dann geht das hier viel schneller runter und dauert nicht so ewig. Aber wir haben hohe Verluste. Ich mache das jetzt aber nicht. Ich habe genug geplündert hier. Alles ist leer geplündert. Deswegen ist das hier auch freigeschaltet worden, dass ich jetzt den Besitztum angreifen kann. Ist mir jetzt egal, dass sie sich jetzt nicht verheiratet hat, weil ich nur wirklich zum Plündern hier bin und das zeigen wollte. Wie gesagt, das hier kann ich jetzt nicht einnehmen. Ich müsste dann erstmal mit dem hingehen und dem Krieg erklären. Und hier steht jetzt noch was Interessantes. Wenn ich Wehrpflichtige ausgehoben habe, können wir keine Kriege erklären. Das heißt, ich muss erst einen Krieg erklären, wenn ich keine Soldaten ausgehoben habe. Außer Söldner, die zählen nicht dazu. Söldner kann ich immer haben. Und dann kann ich einen Krieg erklären und dann die Wehrpflichtigen erst ausheben und bewegen. Weil das ist. Einfach aus dem Grund, damit man nicht irgendwie eine Riesen, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich möchte das Land hier einnehmen. Meine Frau ist schwanger, wunderbar. Dass ich hier schon Truppen überall positioniere, rundherum,
Weil ich kann auch durch andere Länder meine Truppen marschieren lassen. Das ist scheißegal, wenn ich nicht gerade im Krieg mit denen bin. Das interessiert sonst keinen. Dass ich hier überall meine Truppen drumherum mache, dann erkläre ich den Krieg und dann gehe ich drauf rein. Das funktioniert halt nicht so. Man muss halt erst den Krieg erklären und dann kann man seine Truppen sammeln und rüber, damit der Gegner auch eine Chance hat zu reagieren. Das ist spielmechanisch so gemacht worden. Ja, und dann die Völker spielen sich auch ein bisschen unterschiedlich. Also auch es kommt auch mit den Religionen an. Ich kann zum Beispiel zu einer Invasion aufrufen. Zum Beispiel sagen, ich möchte Holland oder hier so Holland Invasion machen. Und dann werden ist die Chance groß, dass sich auch andere Nordstämme mir anschließen und Truppen rüberschicken, um Holland anzugreifen. Bei den katholischen Staaten kann ich zum Beispiel einen Heiligen Krieg gegen Andersgläubige, zum Beispiel einen Kreuzzug oder so, aufrufen. Das ist auch ein Kriegsgrund. Ich kann auch einen Dschihad aufrufen hier, wenn ich eine ganz andere Religion und ein ganz anderes Volk spiele. Das ist dann auch ein Kriegsgrund. Aber man muss immer irgendwie einen gültigen Grund haben. Und man kann auch Gründe fingieren. Das heißt, ich habe, komme ich gleich zu den Gesetzen. Erstmal der Rat. Man hat einen Rat. Das sind praktisch die Meister ihres Faches. Möglichst Leute mit den besten Werten und die sich gut mit mir verstehen. Ja, wo es hier immer positiv ist. Ist halt nicht so toll, wenn mein Agentenführer, der für Intrigen, Spionage und Auftragsmorde zuständig ist, wenn der mich hasst, weil der, wenn jemand eine Verschwörung gegen mich macht, dann wird er auch mitarbeiten und dann hat er natürlich eine sehr, sehr starke Verschwörungsstärke und dann bin ich sehr, sehr schnell tot. So, und ich kann zum Beispiel hier diplomatische Beziehungen verbessern. Ich zum Beispiel mit denen. Kann ich irgendeinen anklicken, ist egal, irgendwas mit dem, ganz klar, dass er mich mehr mag und dass wir vielleicht ein Bündnis eingehen durch Heirat oder was. Ansprüche fingieren. Sendet euren Kanzler aus, um Besitzansprüche auf die Titel von den Ländereien der lokalen Machthaber anzumelden. Hochbegabte Kanzler schaffen es sogar, Ansprüche auf Herzogtümer anzumelden. Ja, das könnte ich zum Beispiel machen. Zum Beispiel sagen wir hier auf. Machen wir mal auf Schleswig. Ich kann da. Aber ich kann ja noch nicht verschieben. Ja, auf dieses Land hier. Da fing jeder Ansprüche. Und irgendwann wird der mir eine Erfolgsmeldung geben. Oder hoffentlich eine Erfolgsmeldung geben irgendwann. Das kann unterschiedlich lange dauern. Und dann sagt er, Sie haben durch den Titel einen Besitzanspruch. Und dann könnte ich. Oh, ich habe einen Sohn gekriegt. Den kann ich jetzt auch einen Namen geben, ich kann den jetzt auch irgendwas geben, ich kann ihn jetzt Baguette nennen und dann ist, wenn ich sterbe, dann ist halt Baguette Herrscher von Ostlande. Wobei ich Ansprüche fingieren und dann kann ich sagen, ich habe hier einen Anspruch drauf und ich erkläre dir jetzt den Krieg, weil ich das Land dann natürlich dann auch haben möchte. Das wäre dann auch eine weitere Möglichkeit, einen Kriegsgrund zu generieren über diesen Kanzler. Dann gibt es hier noch verschiedene andere Sachen, die sie machen können. Ich kann die praktisch auch hier in meine eigenen. Okay, der führt jetzt gerade irgendwie einen Kriegstrupp von mir an, deswegen kann ich dem nichts zuordnen. Ich kann aber auch hier einstellen, die dürfen nicht in irgendwelchen Armeen drin sitzen. Was ich meistens eigentlich auch mache. Und dann kann ich denen zum Beispiel sagen, hier, Revolten unterdrücken, Steuern eintreiben, das erhöht nochmal die Steuereinkünfte, aber nur in dem Gebiet halt, ne? Zum Beispiel jetzt hier in Westfold. Kulturtechnologien, also die können auch erforschen, der kann halt Kulturtechnologien erforschen, in dem Gebiet dann.
über die Forschung vorantrieben, hier Technologie studieren. Das heißt, er kann auch Technologien klauen. Kann ich meinen Agenten einsetzen, hier zum Beispiel im Byzantischen Reich. Kann aber nicht explizit aussuchen, welche. Also dann kommt dann irgendwann, wenn er erfolgreich irgendwas gemacht haben, kriege ich dann auch Meldungen am Bildschirm, dass er erfolgreich Technologien übernommen worden sind. Militärtechnologien können auch übernommen, erforscht werden. Truppen ausbilden, erhöhen sich die Truppenanzahl ziemlich stark. Eine Verstärkung. Jo. Von wem ist denn deine Frau meine Frau? Ja, sehe ich jetzt gerade nicht. Familie hier ist bei ihr ausgegraut vom Stammbaum hier. Keine Eltern, Großeltern. Das ist irgendwie so die Startbedingung. Davor die Informationen sind nicht vorhanden, weil das hier von Spielstart die sind. Die alten Säcke hier. Bei Get Haraldsson, das ist jetzt mein Sohn. Was? Mein Onkel sagt, ich bin ein Heuchler. Der Olaf von Oppland ist der wahre Herrscher über Ostlandet. Man kann hier jetzt entweder sagen, gut, die Übersetzung manchmal im Deutschen ist ein bisschen komisch. Hier fehlen zum Beispiel irgendwelche Buchstaben. Ich habe wohl keine Wahl. Dann gebe ich den Titel auf. Dann ist der Onkel der Herrscher. Oder ich lasse mich nicht erpressen. Und dann, ja, können wieder irgendwelche anderen Events ausgelöst werden. Zum Beispiel, dass er rebelliert. Genau das ist passiert. Der hat mir jetzt den Krieg erklärt. Das ist natürlich ganz geil, weil ich gerade meine Truppen. Wo sind sie? Die sind hier unten gerade am Plündern. Müssen wir ganz schnell wieder zurückschicken. Das kann ein bisschen dauern. Ich hoffe, hat er sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Ich könnte jetzt, was ich machen könnte, ist, was ich eben angesprochen habe, Söldner anheuern. Hier. Wenn ich genug Gold habe. Hier sieht man die Anfangskosten und die monatlichen Kosten der Söldner. Und wie viele Truppen das sind? 1400. Ich werbe die jetzt mal an, weil ich glaube, das dauert zu lange, bis die kommen. Und jetzt mal gucken, was er jetzt macht. Er macht gar nichts. Ich schicke mal meine 1400 Mann hoch. Und dann kann ich auch gleich mal das Kampfsystem zeigen. Das dauert natürlich. Am 12. Februar, 11. Februar trifft er ein. Da wir noch Januar haben. Oh, ein bisschen Geschwindigkeit runter, weil ich hoffe, dass der Kampf. Wo ist mein Schiff? Ah, das ist hier noch in Spanien. Jetzt sieht man halt, mein Königreich ist geteilt und das gehört nicht mehr zu meinem Königreich. Deswegen kriege ich da auch jetzt keine Steuern mehr und keine Truppen raus und die vorhandenen Truppen, die unterwegs sind, die bleiben natürlich, aber ich kriege da keine Verstärkung mehr. Okay, das da. Ach, ich habe Pause gemacht. Leertaste. Leertaste kann man schon pausieren. Bei wichtigen Sachen würde ich das auch mal machen. Jetzt sieht man. So. Das Kampfsystem. Der hat zwei Flanken. Hier. Ich habe eine Flanke. Also, so ist das Kampfsystem. Mehr passiert da nicht in den Schlachten. Aber dafür hat man genug zu tun. Wenn man ein großes Reich hat, dann hat man so viel zu tun. Das wäre noch krass, wenn man dann jetzt noch Total War-Kämpfe auszutragen hätte. Weil immer irgendwie was passiert. Meistens doch sehr viele Sachen gleichzeitig. Das
Das gibt's bei Steam für, ich glaube, 29 Euro. Kann man aber auch über GameKeyFinder.de, kann ich nur empfehlen. Da gibt es auch für das Spiel, muss man einfach Crusader Kings 2 eingeben in der Suche und dann kriegt man da auch einen Steam Key, glaube ich, mittlerweile für 9,90 € oder so. Einen legalen EU Steam Key. Nicht irgendeinen komischen russischen Key. Ja, und die. So, passiert. Die metzeln sich da. Mein Schiff ist noch unterwegs. Wie viel Gold habe ich eigentlich an Bord? 26 Gold. Es klingt jetzt nach wenig, aber das ist für den Anfang. Ich habe gerade mal 12 Gold. Ist das nicht schlecht? Und ich habe gewonnen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Erstmal hier meine Verluste und so weiter angezeigt. Ich kann jetzt auch mal. So. Und der Typ, der rebelliert hat, mein Onkel, der ist jetzt im Knast. Weil er bei der Schlacht gefangen genommen worden ist. Gleichzeitig ist hier unten meine Kriegsanzeige 100% positiv für mich. Das heißt, ich könnte ihnen jetzt meinen Frieden anbieten oder aufzwingen. Ne? Forderung erzwingen. Er verliert 150 Prestige und ich erlange 100 Prestige und zwinge ihm meinen Frieden auf. Und jetzt, Krieg ist vorüber, ich habe gewonnen, wunderbar, der Typ sitzt im Knast, mein Onkel. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt mal hier auf den Charakterbild des Onkels geklickt. Sehe, der ist eingekerkert. Ich kann ihn hinrichten. Ne? Alle minus 10. Alle Vasallen hassen mich. Und 10 mehr. Und wird mich 20 Petet kosten. Fakt ist aber, wenn der einen Sohn hat und ich den einfach nur hinrichte, dann ist der Sohn hier der Herrscher über Oppland und ändert gar nichts. Wenn ich ihn verbanne, konfisziere ich, also sacke ich sein Gold ein, seine Titel alle und die Meinung von allen Vasallen ist um 20 verschlechtert. Aber ich habe alle Titel. Das heißt, ich kann irgendjemand neuen diese Grafschaft geben oder für mich selber behalten. Direkt. Ich kann ihn auch freikaufen. Dass sein Vorgesetzter, sein Lehnsherr ihn freikauft, was er selber wäre, für 70 Gold, aber die hat er nicht. Da kann man auch sehr viel Geld oder Gold kriegen, durch Gefangene freizukaufen. Wenn man halt genug reiche Leute öfters mal in den Knast kriegt. Oder ich kann dann auch direkt die Titel verärgern, Titel entziehen. In dem Fall, weil er mich ja angegriffen hat oder rebelliert hat gegen mich, verschlechtert das nur die Meinung von ihm mir gegenüber und nicht von allen Vasallen, weil er mich ja herausgefordert hat, was ganz geil ist und deswegen mache ich das jetzt auch. Zieht man schon eine Grenze, die ist hier dünner geworden und das gehört jetzt mir direkt. Und jetzt, wo es mir direkt gehört, könnte ich auch hier eigentlich theoretisch bauen, aber ich habe nicht genug Geld. Wie man hier sieht. Es kostet 222 oder Gold. Ja. Was gibt's noch? Gesetze. Als Herrscher oder König kann man natürlich Gesetze erlassen. Einmal sind das die. Im Moment habe ich hier noch nicht viel. Normalerweise ist hier noch ein paar mehr Sachen. Zum Beispiel die Besteuerung kann ich hier auswählen und die Anzahl der Wehrpflichtigen, die ausgehoben werden. Von den jeweiligen. Zum Beispiel von den Kirchenfraktionen kann ich sagen, wie viel Steuern die zahlen sollen, wie viele Wehrpflichtige die für mich bereitstellen sollen. Genauso für die Stadt und für die Feudalherrscher. Vasallenfürsten halt. Steuern die Zahlen. Kann ich die Gesetze ändern? Ich kann zum Beispiel sagen, Stadtbesteuerung mache ich streng. Zack, da muss das Gesetz noch durchgehen. Alle
Fürsten haben hier Stimme und geben dann die Stimme ab. Ich habe 3 Stimmen als König. Und die haben jeweils eine Stimme, wie so ein 2. Und dann muss das Gesetz durchgehen und dann kann ich wieder irgendwann ein neues Gesetz erlassen. Und so kann ich die ganzen Sachen hier ändern. Durch die hohe Stadtbesteuerung gibt es natürlich, mögen die mich insgesamt weniger. Das gleiche ich meistens aus, indem ich sage, minimale Wehrpflichtige. Und dann passt sich, hält sich das in der Waage ungefähr. Freundschaft in Frage bei Steam. Jo, habe ich gekriegt. Hier sieht man noch die Nachfolge. Also wenn ich sterbe, wird mein Sohn der absolute Nachfolger und die hätten auch einen Anspruch. Einmal, weil das mein Onkel ist und das ist mein Cousin. Wenn der auch stirbt, dann wird halt einer von denen der Herrscher und der sitzt immer noch im Knast. Und hier kann ich auch das Erbrecht ändern. Also agnatisch heißt es halt nur, die Männer erben können und kognatisch ist halt, Frauen sind gleichberechtigt in der Erbfolge. Jo. Was sonst noch? Mir fällt gerade nicht mal viel ein, was man mal erklären kann. Es gibt einfach so viel. Ich bin auch noch kein Experte in diesem Spiel. Ich habe zwar schon sehr viel gespielt und vieles muss man einfach durchprobieren und ausprobieren machen. Weil im Moment spiele ich meistens wirklich nur die Nordvölker, weil ich einfach total begeistert bin von den Plündern und weil es auch im Moment ziemlich stark ist. Und sowas bei diesen muslimischen oder islamischen Völkern kenne ich mich noch gar nicht aus, weil es da wirklich so eine andere Spielmechanik ist. Auch durch die Religion und hat man andere Möglichkeiten. Genauso bei den katholischen Völkern ist das dann auch nochmal wieder ein bisschen anders, was man Möglichkeiten hat. Da muss man sich auch immer irgendwie mit dem Papst gut stimmen hier. Der ruft dann auch irgendwann zu diesen Kreuzzügen auf, nach Jerusalem und so. Und das ist, ja. Also Multiplayer macht das sehr, sehr viel Spaß auch. Oh. Da gibt es auch ganz gute Mods mittlerweile, zum Beispiel gibt es einen Game of Thrones Mod, und wo man dann halt die Karte aus Game of Thrones hat und einen Elder Scrolls Mod. Also Morrowind, Skyrim, Oblivion halt die Karte von Tamriel hat und da dann versucht sich ein Königreich aufzubauen. So. Ja. Ich will dir gerade, was ich noch zeigen kann. Ich glaube, ich werde mal kurz mal mein Brot schmieren und kurz eine Pause machen. Und dann gleich wieder da. Ich habe jetzt so viel geredet, jetzt bin ich auch durstig und muss mal kurz irgendwie ein kleines Brot essen. Auf dem Desktop umschalten, wenn es geht. Da gibt es auch einen ganz witzigen Trailer, den werde ich mal so abspielen. Und da bin ich mal kurz AFK. Kurz was essen, was trinken. 3 bis 4 Minuten. Bis gleich. My Lord, your armies report great success. King Hixley has been captured. All right! That's what I'm talking about. I believe your life is about to become difficult. Your spy master. Spy master? Sire, I have compiled my list of all the individuals now plotting against you.
My lord, your armies report great success. King Hixley has been captured. All right! That's what I'm talking about! I believe your life is about to become difficult. Your spy master. Spy master? Sire, I have compiled my list of all the individuals now plotting against you. Why are there so many names on here? Oh, I hate that! Sorry, you were saying something. Why are there so many names on here? People don't take kindly to being invaded, sire. Cousin, wife, Duke of Winchester, bishop, advisor. His name's on here! My liege! My dear departed father would cry in happiness if he could see me now. I want for nothing. I live to serve, sire. Yeah, it says you're gonna save me. Oh, sod it. Why is your name on here? My name's not on that. Oh, well, you see. Let me just scratch that off. Did you do that? Look, it's not even a proper plot, sire. It's a plotlet, if you will. What are you planning? Drown him in the lake. That's not a plotlet! Look, I've drawn up several diagrams and contingency plans. Stop it! Both of you! This is awful! I'll be lying dead in a latrine somewhere within the hour! We have to give this land back. Will that save my neck? But sire, then our enemies would think of you. Not if we call it. An ironic war. Crusader Kings 2. Choose your servants wisely, lest they plot against you in this grand strategy game of politics and intrigue. Many were called, few were chosen. Sorry, ich musste unbedingt was essen. Ich habe auch gar nichts heute Intros gehabt.